Ich bin die Vicky, ich bin 30 Jahre alt und bin ursprünglich in Stuttgart geboren. Ich bin die Kathi, ich würde sagen 30, aber leider schon 31 und ich komme aus Salzburg. Mein Name ist Nina, ich komme eigentlich ursprünglich aus Kärnten, wohne aber seit 5 Jahren mittlerweile in Salzburg und bin noch 28 Jahre alt. Ich bin die Nora, ich bin 29 Jahre jung und komme ursprünglich aus Salzburg. Gute Frage. Alles? Gar nichts? Kathi und ich haben das gemeinsam gegründet, also ich sage immer Co-Founder. Die Vicky hat vorher gesagt, alles und nichts. Ich mache auch alles. wir machen aber abgesehen natürlich von den Beiträgen auch irrsinnig viel Buchhaltung, Angebote und Mails für Delidos. Bei Delidos bin ich Lifestyle-Redakteurin, kümmere mich um Bereiche wie die Salzburg-Picks, Mode, Inspirationsbeiträge, Fashion-Dinge, Beauty-Sachen, alles Mögliche. Und Social Media, stimmt. ich bin für den ganzen Food-Content verantwortlich, also soll es Beschwerden, Anregungen oder Wünsche geben in Richtung Rezepte, dann gern melden. Ich würde sagen, meine Daily Dose sind all die Momente im Leben, wo man so ganz kurz dieses warme Gefühl im Bauch kriegt. Sei es einfach morgens gesund aufwachen, auf einem Berggipfel stehen oder im Kreis von seinen Liebsten richtig gutes Essen essen. Wenn ich in der Früh am Wochenende aufwache und ernsthaft über 8 Stunden geschlafen habe. Das kommt nicht so oft vor, deswegen ist es für mich was extrem Besonderes und ich bin kaum jemals glücklicher als in dem Moment. Und wenn ich auf meinem Pflegepferd sitze und ausreiten gehe. Das ist eine super schwierige Frage, weil ich glaube, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Ich bin unglaublich gerne in der Natur. Ich habe einen kleinen Hund, den kennen wahrscheinlich einige schon von Instagram bei mir. Mit dem bin ich natürlich viel draußen, bin aber genauso inspiriert von Magazinen, von Blogs, von Musik teilweise, von Videos. Also ganz viele kleine Dinge. Meine Daily Dose, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele kleine Dinge im Alltag, die mir unheimlich viel Freude bereiten. Das ist eine schöne Schüssel morgens beim Frühstück. Das ist Kaffee mit der besten Freundin. Das sind frische Blumen. Das ist Zeit mit meinen Liebsten. Das sind die Dinge, die mir den Alltag versüßen. Gute Frage, aber ich glaube einfach das Video mit den pinken Kleidern. Man muss sich auch schämen können. Also es gibt natürlich jetzt über 6 Jahre irrsinnig viele Momente. An einen kann ich mich immer erinnern, obwohl er nicht so wirklich was mit Delidos zu tun gehabt hat, sondern es war, wie ich mit der Vicky in New York bei der UNICEF-Gala eingeladen war. Es wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Ich habe da damals auch fast geweint vor Freude und Ehrfurcht, dass ich da dabei sein darf. Und ansonsten, immer wenn die Vicky und ich extrem viel Zeit verschwenden, indem wir uns gegenseitig jeden Tag 2 Stunden lang irgendwelche Geschichten erzählen und Kaffee trinken, anstatt dass wir halt das machen, was wir machen sollen, nämlich arbeiten. Ich immer die gemeinsamen Office-Tage, die wir ab und zu haben. Also wenn ich in Wien bin, wenn die Mädels im Büro besuchen kann, wenn wir alle gemeinsam an was arbeiten. Das finde ich immer super schön, weil das habe ich so quasi in Salzburg auch nicht. Das schätze ich immer sehr. Mein liebster Daily Dose Moment. Ich glaube, das war damals, als ich in meiner eigentlichen Arbeit gestanden bin und auf mein Handy geschaut habe und eine E-Mail gekriegt habe mit dem Titel Redaktionsjob. Und im ersten Moment habe ich gedacht, okay, irgendeine Spam-E-Mail, die löscht man jetzt direkt wieder. Und wo ich dann den Inhalt gelesen habe, habe ich mir echt gedacht, oh mein Gott, das kann jetzt gerade nicht wirklich passiert sein. Und ich glaube, das wird eine Zeit lang sicher mein liebster Moment bleiben. Ich bin bei Manna, die Rosa Schnittenwelt, und leite dort das Lebensmittelanalytiklabor. Ich bin Bloggerin, ich bin Influencerin und ich habe meine eigene Modelinie. Sonst so bin ich Bloggerin hauptberuflich, mit Sitz in Salzburg eben und gemeinsam mit meinem Mann auch auf vielen Fotografiejobs unterwegs und Vollblut-Hundemama. Ich mache jetzt gerade ein großes Projekt, das ist Babetown, wird im Herbst eröffnen, ist ein Beauty-Concept-Store, ich bin also Store-Besitzer hier, bitte. Und ansonsten bloggen, Instagrammen und Daily Dose. Meine Lieblingskategorie auf der Seite war eigentlich schon bevor ich für die Daily Dose geschrieben habe, die Heart-to-Heart-Beiträge.
weil ich super spannend finde, die verschiedenen Meinungen zu einem Thema zu hören und auch zu sehen, obwohl sich quasi Vicky und Kathi sehr ähnlich sind, dass auch Meinungen teilweise ein bisschen auseinandergehen und einfach, wie sie das reflektieren, gefällt mir immer sehr gut. Die Job Reports, die waren für mich von Anfang an eigentlich sehr wichtig. Wir haben irrsinnig coole Frauen jetzt schon interviewen dürfen, ganz viele coole verschiedene Werdegänge auch porträtiert und ist für mich immer wieder so ein Ansporn, einmal wieder was Neues zu machen im Leben, so wie es eben diese Frauen auch gemacht haben. Ich würde lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, das ist Food. Das ist, glaube ich, Travel, wobei ich sagen muss, dass ich die Inspire-Beiträge, auch wenn sie nicht so immer die beliebtesten beim Publikum sind, sehr inspirierend finde, weil ich Pinterest einfach unheimlich gern mag. Ich war mir von klein auf eigentlich immer ganz 100% sicher, dass ich Ärztin werden will. Irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich glaube, dass ich zu emotional wäre für den Beruf, weil mir die Geschichten immer sehr nahe gehen. Und jetzt, wo mein Partner Arzt ist, winkt das Schicksal, merke ich, es war die richtige Entscheidung. Es ist gut, dass er es jetzt ist. Ganz, ganz früher, glaube ich, Schneiderin, weil meine Mami Schneider, eine gelernte Schneiderin ist. In der Highschool dachte ich, ich werde Journalistin. Und dann dachte ich, ich gehe in die PR. Früher wollte ich immer irgendwas mit Tieren und irgendwas mit Mode machen und dann zwischendurch auch irgendwie noch reisen. Und irgendwie hat sich das mit dem Bloggen jetzt eigentlich ganz gut alles zusammengefügt. Zwei Sachen. Ich habe immer geglaubt, dass ich Lehrerin werde. Und bevor ich Lehrerin sein wollte, wollte ich Model werden. Aber ich habe die Idee relativ schnell verworfen, weil ich meinen Bauchnabel nicht so schön fand. Und ich dachte, dass es ein K.O.-Kriterium ist, wenn man einen nicht so schönen Bauchnabel hat. It's the truth. Die Mädels sterben gerade vor Lachen, aber es ist eine wahre Geschichte. Ja. Was lässt dich nachts nicht einschlafen, außer deinen Bauchnabel? Das musst du jetzt einblenden. Was lässt mich nachts nicht einschlafen? Weißwein. Und wenn es zu heiß ist und die Sorgen, die mich so beschäftigen, die habe ich aber im Moment nicht so viel. Also gestern war es zum Beispiel Weißwein. Zu viel Koffein tagsüber und so ein bisschen Zukunftsängste manchmal, aber die verfliegen dann meistens immer ganz schnell, wenn man dankbar ist für die Sachen, die gerade gut laufen und für die ganzen Dinge, die man quasi im Leben hat, wie Freunde, Familie und so weiter, dann ist das alles immer halb so schlimm. Definitiv schwere Entscheidungen, die anstehen, oder deftiges Essen. Zu viele Dinge auf meiner To-Do-Liste. Ui, ganz pragmatisch gesehen, ohne Luft. Ganz romantisch gesehen ohne den Patrick und ganz ehrlich ohne Kaffee. Lippenbalm und Hautcreme, weil ich Neurodermitis habe und sehr trockene Haut habe. Kaffee, Schokolade und Kokoswasser. Eindeutig Sushi, das ist meine absolute Schwachstelle. Also wenn irgendjemand was von mir will und es steht eine Sushi-Platte da, dann ja. Kathi und ich haben uns über eine Wohnungsbesichtigung im Jahre 2012 kennengelernt und haben innerhalb von 6 Monaten entschlossen, dass wir uns verdammt gut verstehen und am besten gemeinsam eine Firma gründen würden. Meine Beziehung zu den anderen ist viel mehr als nur eine Arbeitsbeziehung. Also Vicky und Kathi sind für mich wirklich ans Herz gewachsen. Es ist wirklich eine Freundschaft, die uns schon verbindet. Die Nora, seitdem sie im Team ist, ist auch, wir sind so eine kleine Familie irgendwie. Und ja, es ist immer schön, gemeinsame Zeit zu verbringen. Und woher kennst du die anderen? Von Instagram. Ich war quasi Daily Dose Number One Fan, glaube ich, von Anbeginn dabei. Und ja, das war eine glückliche Fügung damals, dass sich das alles so ergeben hat, dass ich mich selbstständig gemacht habe und dass die Mädels dann gleich gesagt haben, hey, komm zu uns ins Boot. Und ja, now I'm here. Ich glaube, ich war sicher ein viel größerer Fan als die Nina von Anfang an und habe auch von Anfang an immer zugeschaut und war begeistert und finde es immer noch unrealistisch, dass ich jetzt ein Teil davon bin.
Die Vicky habe ich bei einer Wohnungsbesichtigung kennengelernt. Allerdings habe ich die Vicky davor schon auf ihrem Blog sozusagen verfolgt, wo sie mehr oder weniger die einzige Bloggerin in Österreich war. Und habe mir immer gedacht, das Mädel ist cool, das möchte ich nicht mehr kennenlernen. Und ich habe sie ein halbes Jahr später kennengelernt, Stalker wie ich bin. Und jetzt haben wir seit eben 6 Jahren Delidos gemeinsam. Ja. Magst du noch was sagen zum Bauchnabel? Abschließende Schlussworte. Mädels, wenn ihr nicht so einen schönen Bauchnabel habt, probiert es trotzdem. Ich glaube, es ist Kakao-Kriterium. Und danke für unser wunderschönes Team, was wir haben. Oh. Ja. Hey, Kathi, das hört sich so arg viel besser an. Du schaust, du merkst, dass die Kamera da ist. Nein, ich habe mir gedacht, was. Okay.